Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu Transport Fever 2. Ja, wie ihr vielleicht schon seht, habe ich im Offscreen mal wieder etwas rumgebastelt. Ich habe hier den Hauptbahnhof Minden überarbeitet. Er ist jetzt natürlich gar nicht mehr wieder zu erkennen von dem, wie er mal ursprünglich war. Hier ist noch der alte Eingang sozusagen, alles wieder schön restauriert. Hier sind natürlich dann gleich die Wolkenkratzer daneben. Hier habe ich eine überdachte Halle gemacht und ich habe hier auch ein Weichenkreuz reingesetzt. So habe ich nämlich hier 4 Gleise. Insgesamt hat der Bahnhof, wie viele Gleise hat er? 10 Gleise hat der Bahnhof insgesamt. Und ihr seht da 7, hier unten ist 8, 6 und 5. Die sind beide in der Reihe in der Mitte mit einer Kreuzungsweiche geteilt. 2 Durchfahrtsgleise. Hier soll es dann natürlich in die Richtung weiter rausgehen. Hier würde ich gerne so ein ICE-Betriebswerk hinbauen etc. Muss man mal gucken, was da letztendlich dann so bei rumkommt. Aber da sind wir jetzt noch nicht. Ja, dann habe ich, wie gesagt, hier die ganzen Gleise erneuert, geändert. Mir ein paar Stumpfgleise reingesetzt. Hier eine Schallschutzwand hingemacht. Hier habe ich dann eine ziemlich krasse Überführung gemacht. 2 Straßenbrücken und 2 Zugbrücken, die ja jeweils dann die Straße überspannen. Dann geht es hier weiter. Hier ist unsere ICE, unsere Schnellfahrtstrecke im Moment. Da kommen wir im Moment nicht mit allen Gleisen rauf. Müssen wir mal gucken, wie sich das dann nachher ergibt. Dann habe ich hier ein Überwerfungsbauwerk auf meine Art gemacht, was dann hier hinten dann irgendwo hinführt nach Gunzenhausen etc. Hier habe ich das auch gleich alles verkleidet, dass wir hier keine Wände haben, also keine Erdhügel, sondern schöne Wände. Genau, hier geht es dann rüber. Hier einmal geht die Autobahn lang Richtung Seestadt. Hier habe ich dann auch nochmal eine Überführung gebaut. Das ist aber noch nicht alles fertig dekoriert. So, hier seht ihr auch schon, hier geht es dann Richtung Seestadt, unsere Nebenbahn. Die habe ich jetzt hier auch schon fertig, hier auch komplett gemauerter Bahndamm. Keine Erdhügel, so ein paar Stellen, aber das fand ich, habe ich ganz gut dekoriert, sieht das so ganz schön aus. Dann geht es hier über die Brücke und hier hinten wieder runter und geradeaus Richtung Seestadt. So, dann fliegen wir einmal weiter. Was habe ich sonst noch so gemacht? Hier habe ich gar nichts dran geändert. Hier habe ich auch nichts geändert. Leck. Hier habe ich auch nichts geändert. Doch, die Züge habe ich geändert. Das ist leider irgendwie so ein kleiner Bug. Entweder liegt es am Bahnhof oder es liegt an den Waggons. Unsere Züge nach jetzt Worms und Biestedt, ich weiß, muss genau gucken, wie sie hießen. Die habe ich jetzt geändert. Das sind jetzt hier normale Wagen, keine Doppelstock. Die reichen im Moment. Naja, okay. Reichen die noch aus? Ne, nicht wirklich. Aber müssen wir mal gucken, müssen wir im Auge behalten. Und ich habe eine andere Lok davor gehängt. Die 111. Davon fahren jetzt 4 Züge. Ansonsten habe ich geändert, jetzt springen wir mal zum Flughafen. Ich habe einfach in der anderen Ecke noch einen weiteren Flughafen gebaut. Einfach, ich wollte ein bisschen mehr Flugverkehr haben. Nur mal zu so einem Testen. Hier fliegen dann 2 Dash 800, glaube ich sind das, ne? Dash 800. Steht ja jetzt nicht drin, aber ich meine, es war eine Dash 800. 2 Stück, die fliegen nach München. Und dann hier halt die Airbus, die nach Eichhardt, wie auch immer, so eine Umbenennung fliegen. Ja. Hier unsere Züge, die habe ich jetzt ein bisschen umgestellt. Die warten jetzt mindestens, entweder bis sie voll sind oder maximal eine Minute. Dann haben wir hier auch ein bisschen längeren Verkehr. So. Genau. Das haben wir hier geändert. Dann. Ich habe ja noch richtig was gebaut. Jetzt fällt es mir wieder ein. Fliegen wir hier mal nach Hummelfeld. Ist der Zug vielleicht gerade da? Oh ja, er ist gerade da. Machen wir auf Pause. Hier haben wir. Oh, dann sollte ich vielleicht mal ein bisschen Wartung geben, wa? Die beiden Züge.
kommt auf jeden Fall mal. Wartung anwenden. Zack. Ja, hier habe ich jetzt ein, zwei Dieselgespanne. Andere ist jetzt auf der anderen Seite. Die fahren jetzt hier nach Ummelfeld. Hier ist auch gut noch was los, ne? Express hat drei Leute, das ist okay. Ja, dann habe ich ansonsten hier einen Scanner, die Bahn. Die führt jetzt hier zwischen den beiden Brücken nach unten durch, geht dann hier in einen Tunnel. Habe ich auch versucht, hier schön auszukleiden, aber ihr seht es im rechten Bildrand, wie hier immer die Wand wegspringt. Ist halt so, müssen wir uns dran gewöhnen. Hier oben wird das noch ein bisschen mit Büschen ausdekorieren. So, dann kommt die hier unten wieder raus und fährt dann Richtung Kohlberg. Die Stadt habe ich einfach hinzugefügt. Hier war vorher nichts. Hier so ein kleiner Bahnhof. Hier kommt halt zwei Züge mit gegen. Hier ist der andere. Die fahren dann nach Biesendorf, weil von Biesendorf unheimlich viele Leute nach Hummelfeld wollten. Und die sind dann immer über Dresden gefahren. Und so habe ich mir gedacht, ach, bauen wir doch hier einfach so eine eingleisige Dieselstrecke, jetzt ohne Elektrifizierung, die dann hier einfach quer durchfährt. Fand ich eigentlich ganz schön und ja, ist ja auch super, super in Benutzung. Die Züge sind voll, die Linie macht, glaube ich, auch gut Geld. Ja, genau. Falls ihr das Geld jetzt seht, ich habe kein Money Sheet verwendet. Also ich habe hier nichts geändert, auch wenn ich es ganz einfach könnte. Und das ist jetzt alles zusammengespielt in der ganzen Zeit. Ja, hier begegnen sich die beiden Züge mal und dann fährt der andere wieder. Fahren die halt wieder weiter. Genau. Also hier ist Biesendorf und das Ende hier hinten. Doch, hier in Worms habe ich auch was gemacht. Den Bahnhof geändert. In Worms ist dann ja auch ein älterer Bahnhof mit überdachter Halle. Hier vorne steht noch ein Zug, aber ohne Lok, der quasi jetzt einfach so hier abgestellt ist, wenn die Kapazitäten noch nicht ausgeschöpft sind. Ja, das habe ich, glaube ich, jetzt alles in der letzten Folge in dem Offscreen gemacht. Und ja, genau, ich glaube, das war alles. Ich wollte jetzt, ich habe hier noch mehr gemacht. Ich habe hier auch den gesamten Bahndamm geändert. Ich hatte mir nämlich jetzt ja diese Mod runtergeladen, mit den, dass keine Welle mehr aufgeschüttet werden, sondern gerade Kanten sind. So habe ich hier diesen kompletten, alles nochmal neu gemacht, also auch eine Heidenarbeit. Hier mit der Unterführung, das gefällt mir richtig gut, dass sie so ein bisschen versetzt nach innen ist. Das sieht richtig schick aus. Ist jetzt also alles mit der Steinwand hier eingebettet und na gut, an so ein paar kleinen Stellen, wo jetzt hier so eine Weiche kommt, die dann wieder einen Bahndamm hat, schüttet das dann wieder auf, auch wenn du den anderen nimmst, das ist halt noch so ein bisschen nicht ganz optimal. Aber es geht. Also das stört mich jetzt nicht, da kommen ein paar Büsche vor und gut ist. Ja, ansonsten, was, ich kann euch hier mal kurz den Flughafen in München zeigen. So, mal ganz hier ins Ende fliegen, das ist natürlich ein langer Weg. Genau, hier ist jetzt München. Habe ich einfach mal so benannt. Hier sind ja halt jetzt nur ein kleines Örtchen. Ist nicht viel los, ist jetzt gut gestiegen, seit der Flughafen hier ist. Und ja, hier fliegen einfach nur zwei Flugzeuge von A nach B. Nur, dass ich hier so ein bisschen mehr Verkehr habe. So, ich würde jetzt ganz gerne eigentlich in der heutigen Folge in Minden, da haben wir uns eigentlich noch, aber das kümmern wir uns jetzt darum. Wir können jetzt anfangen und uns Gedanken machen über unsere Nebenbahn, die wir hier langführen. Wir haben ja noch keine Signale, wo wir jetzt mit der Nebenbahn hier rausfahren. Fahren wir hier rüber, wir können den Anschluss hier uns erstmal noch bauen, dass wir eventuell Neustadt auslassen. Hier steigen die Leute auch mal vom Regio in den ICE. Oh, da ist noch ICE. Wir müssen mal umbenennen, das ist jetzt der ICE. ICE, das ist es nämlich jetzt. ICE 04 nach Minden. Genau, vier Stück fahren da noch. Da würde ich sagen, bauen wir jetzt hier die Strecke weiter, dass wir hier oben mit drauf kommen.
Da müssen wir mal sehen, wie das funktioniert, weil wir dann ja alles blockieren hier auch. Beziehungsweise den ICE mit, die ICE-Gleise mit benutzen. Dass wir dann hier mit rumkommen und dann bis nach Dresden direkt reinfahren. Und hier oben kommen wir ja runter. Wenn ich da keine Weiche vergessen habe, hier. Ist halt das auch nur eingleisig, ne? So, mal gucken, dass wir eventuell dann hier noch auf die andere Seite rüberkommen. Und dann hier mit nach unten fahren. Hier kommen wir ja auch an alle Gleise. Dann können wir eventuell hier rum wieder zurückfahren. Das wäre natürlich echt ideal. Genau, lass uns das mal machen. Hier ist das jetzt allerdings eingleisig. Nee, es bleibt hier zweigleisig. Vielleicht kommt hier nochmal ein Bahnhof hin. Das reißt man nochmal gerade weg. Also die Mod hier, die funktioniert nicht. Dann stürzt gleich das ganze Spiel ab. Das ist die einzige Mod, die ich habe, wo das im Moment passiert. 140. So. Genau, der Name Orms von der Stadt, der wurde sich von Igor gewünscht. Und der andere Städtenamen, oh, wie hieß jetzt Biesendorf? Bissendorf? Bissendorf, der wurde sich von Ulrike gewünscht. Und ja. Da ich ja nach zwei Namen gesucht habe, haben wir die dann auch direkt verbaut. Wir haben es jetzt aktuell 23.40 Uhr. Ich nehme jetzt die Folge auf, die jetzt dann morgen um 12 Uhr online kommt. Wir können das ja nicht auch zweigleisig. Also kein Platz. Wegen dieser Kreuzungsweiche. Ist ja nicht irgendjemand? Ne, die braucht doch kein Mensch hier. Und das hier nochmal weg. So, das Doof ist natürlich, dass wir uns jetzt hier entgegenkommen, ne? Das ist richtig belastend. Können das natürlich komplett anders machen, dass auf dem Hinweg den Rückweg hält er noch über Neustadt, aber auf den Weg aus Minden hält er nicht in Neustadt. Dann kann das hier nämlich eingleisig bleiben. Das wäre vielleicht auch nicht keine schlechte Idee, oder? Dann müssen wir mal gucken, dann können wir das eigentlich so wieder bauen, wie es gerade war. Schon echt langsam, ne? Jetzt kriege ich ja das nicht mehr hin. Na, haben wir es jetzt verbaut? Könnte gerade so klappen jetzt hier. Ja, passt. So. Das haut dann hin. Dann müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das jetzt hier machen. Mit den Straßen. Weil wenn hier nachher irgendwann die Stadt hinkommt, wo ich mir jetzt noch ein bisschen Zeit mitlassen möchte, weil ich nicht genau weiß, wie das jetzt hier mit dem Bahnhof ist, der hier hoffentlich bald kommen soll. So, jetzt mal gucken, dass wir hier genug Bahnübergänge lassen. Was nehmen wir da für eine Brücke? Hier kommen wir schon mal nach unten. Das ist eigentlich schon mal gar nicht so schlecht. Mich nur ein bisschen stört ist. Da müssen wir hin. Hier wird es wahrscheinlich Tunnel geben. Kommt jetzt nochmal ein schöner Tunnel. Den da, den habe ich schon lange nicht mehr genommen oder glaube ich noch gar nicht genommen. Zack. So, dann müssen wir jetzt hier drauf. Auf der Steigung, wie sieht das aus? Alles akzeptabel, das ist gut.
So. Noch mal ein Signal hin. Eigentlich dürfte ich jetzt hier gar kein Signal hinsetzen. Muss aber hier ein Signal hinsetzen. Solange in eine andere Richtung kein Zug fährt, ist das alles in Ordnung. So, da muss ich jetzt mal gucken. Wenn wir jetzt von hier kommen, kommen wir auf dieses Gleis. Sind wir auf dem zweiten von unten. Ich möchte eigentlich noch weiter rüber. Wir sind jetzt auf dem zweiten, jetzt sind wir auf dem dritten Gleis immer noch. Noch kommen wir nicht rüber. Aber hier kommen wir noch gerade ab. Zack. Kein Problem. Wir könnten aber auch vorher schon auf das, weil wir uns hier entgegenkommen. Seht ihr das? Wir müssen eigentlich auf das mittlere Gleis oder ganz rechts bleiben. So, wir kommen hier rüber. Oh, das ist ja richtig doof. Da fährt man dann hier so komplett über alles rüber. An dieser Brücke kann ich keine Weiche setzen. Oder? Ist eigentlich auch nicht so toll. Das ist echt nicht so schön. Hier fährt der Zug. Schöner wäre es ja, wenn ich den ICE auf ein anderes Gleis kriegen würde. Noch ein weiter rüber. Müsste doch eigentlich gehen hier. Ja, das geht doch. Dann muss ich den hier wahrscheinlich einfach nur das Gleis ändern, dass er auf dem anderen Gleis kommen soll. Da kann er da auch noch rüberfahren. Das müsste doch funktionieren. ICE. Linie verwalten. So, er soll dann nicht auf 7 halten, sondern Dresden oder Minden. Dresden, Vorstadt West. Er hält jetzt auf 6, dann soll er auf 5 halten. Und hier müssen wir jetzt mal einen Wegpunkt setzen, dass der auf dem anderen Gleis. Ich habe doch hier ganz viele Wegpunkte nicht drauf sitzen, oder? Hier habe ich Signale. Na hier, guck mal. Dann soll er doch hier bitte bei dem noch. Geht nicht. Warum nicht? Müssen auf dieses Gleis kommen. Was ist das, spricht dagegen? Hier direkt am Bahnhof lang. Hier rüber. Achso. Okay, und das ist das einzige Problem, war dann ist so gut. Ja, perfekt. Das finde ich richtig gut. Da kommen wir dann mit dem Zug hier. Ich könnte hier schon fast geradeaus durchgehen. Müsste ich eigentlich hinkriegen. Das Abstellgleis hier, mein selbstgelegtes Teil wieder wegmache. Die Doppelkreuzungsweiche da, die. So, mal gucken. Ich mache die jetzt erstmal nochmal weg. Das mache ich auch nochmal weg. Mal einmal so komplett rüberkreuzen. Ist ja auch nicht so schön, ne? Jetzt los. Es würde aber gehen. Es würde gehen. Fahren wir hier komischerweise nur 44. Wir würden uns hier durchschlängeln können, aber das gefällt mir dann aber auch nicht. Wenn wir jetzt sagen wir mal von dem Gleis hier auskommen. So. Komme ich von hier? Komme ich da nicht drauf, ne? Weil da eine Weiche ist. Wie machen wir das denn am dürfsten? Könnte die nicht. Nee, das ist auch blöd. Hier werden nachher noch viel mehr Züge fahren. Deswegen müssen wir mal gucken, dass wir das jetzt irgendwie schön geregelt kriegen. Wenn ich diese Weiche hier noch ein bisschen weiter hinten ansetze. Ist ja gedacht.
Jetzt steht natürlich der Zug da mitten im Weg. So. Die da wieder rein. Die dann dahin. Bisschen zurücklassen. So, dann können wir mit der Weiche nämlich weiter hier vorne hinrücken. Komm, 80 kannst ruhig fahren. Oder zumindest so um den Dreh. 75 ist auch in Ordnung. So, jetzt sind wir hier. Müssen wir auch irgendwie drauf kommen können. Muss auch gehen. Ah, da geht's. Aber dann auch wieder nur 43. Das ist ja noch das falsche Gleis, da darf ich ja gar nicht hin. Was ist denn jetzt hier? Ach, jetzt kommt der da nicht rüber. Kann denn Polo Loco hier nicht auf dem anderen Gleis anhalten? Ja, kann er noch machen. Du Eumel, ja, dann fährst du jetzt mal bitte das nächste Mal, wenn du hier ankommst. Minden, Dresden, Vorstadt West, Minden. Dann kommt er hier auf Gleis 8. So. Ist doch perfekt. Jetzt ist das Gleis in der Mitte wieder frei. Und da muss ich jetzt rauf. Dann brauche ich ja im Prinzip nur jetzt noch einmal rüber. Ja, easy. Zack. Das war ja Pillepalle. Ich muss nochmal weg hier. So. Da wieder drauf. Diese Brücke ist echt schön, ne? Die nehmen wir auch wieder. Zack. So. Ja, das ist doch top. Da würde ich sagen, richten wir die Linie jetzt noch einmal, also jetzt nur schon mal anklicken, wie sie heißen soll. Das ist dann die neue Linie. Die heißt dann RE. Keine Ahnung. 34. Minden. So. Du startest bitte schön. Mal gucken. Auf jeden Fall hier in Dresden. Und dein Gleis. Dann müssen wir gleich mal gucken. Dann fährst du. Das geht auch, ne? Du kommst jetzt hier hoch. Gehst damit drauf. Kannst hier rüberfahren. Obwohl, weil wenn er rausfährt, braucht er das ja nicht. Na doch, kann er ja. Nee, ist ja doof. Wenn man rausfahren sollte, er schon da mit dem IC auf einem Gleis sein. Dann fährst du damit hin. So, dann sollte er hier in Dingsbums halten, ne? Dann bleibt ja eigentlich nur die Möglichkeit einer von den Gleisen. Das gefällt mir soweit eigentlich schon mal ganz gut. So. Dann. Das gelegt. Fährt er hier hin. Hier hin. Hier hin. Dann haben wir Minden. Das Gleis kommt jetzt auf Minden an. Gleis 7. Das ist in Ordnung. Gut, da wir jetzt noch keine Signale haben. Kein Rückweg. Können wir mal gucken, wo wir jetzt hier in Seestadt wieder hinfahren. Ist jetzt eigentlich Seestadt Gleis 1. Dann müsste hier jetzt auf Gleis. Was ist jetzt los? Ah, dass ich überhaupt auf die Tasten komme. Das geht nicht. Da noch keine Weiche da drüben war. Das kann natürlich sein. Ja, richtig, hier gibt es noch gar keine Gelegenheit rüber zu fahren.
Kann man ein bisschen schneller machen hier. So. Das sieht doch schon besser aus. So, fährt er nach Seestadt. Von Seestadt dann weiter nach Rüterberg. Von Rüterberg. Rüterberg. Können wir mal gucken, wie dann hier letztendlich die Station heißen. Genau, dann gehst du hier rüber. Du gehst auf das mittlere Gleis schon von alleine. Perfekt. Das müsste ja eigentlich das Signal für die Bahn sein. Ich klicke das mit an, damit er hier nicht auf dumme Ideen kommt. Dann fährt er hier schön in der Mitte. Sollte sich dann jetzt aber hier dann abtrennen. Mal gucken, ob wir hier irgendwas haben. Kann man Bahnübergänge nehmen? Ne, das geht nicht. Dann werde ich jetzt hier mal gerade noch einen Wegpunkt hinsetzen. So. Dann zu dem Wegpunkt. Ja, nice. Er ist perfekt. Von mir aus kann der auch noch ein Gleis hier weiter rüberfahren. Dresden Hauptbahnhof. Geht die 5? 5 geht nicht. Ne, da kommt er von dem nicht drauf. Alles klar, dann bleiben wir auf der 6. Genau. Der Zug. Dann gehen wir auf die. Geht die 5? Die 5 dürfte auch gehen, ne? Ne, die 7 geht noch. Ja, genau. Die 7. Dann gehen wir erstmal auf die 7, die ist zwar ziemlich lang, müssen wir mal gucken, dass wir nachher das umstellen. Aber dann ist das doch jetzt mal eine geile Route. Hier kreuzen die sich zwar, ist egal. Hier teilen die sich die ICE-Strecke, hier geht der ab. Der geht hier raus. Dann kommen die hier wieder zusammen, das ist ja alles gar kein Problem. Die Signale werden noch ein paar mehr setzen und dann teilen die sich hier. Ja, nice. Gefällt mir gut. Und dann geht's ja hin. Alles klar, meine Freunde. Dann werden wir 27 Minuten. Ist jetzt auch eine lange Folge. Dann werden wir das in der nächsten Folge oder vielleicht mache ich das im Offscreen schon. Alles soweit fertig machen, zum Laufen bringen. Und dann gucken wir uns das mal an, wenn dann morgen die Züge fahren. Und nicht vergessen, heute eventuell um 19 Uhr Livestream. Bis dahin, haut rein. Tschüss.